Los geht's. Ich habe genau in dem Moment, wo du dich komisch umgedreht hast, drauf gedrückt. Natürlich. Grüß Gottle, willkommen an alle drei Zuschauer. Hallo Mami. Hallo Tante. Nach links, nach rechts. Moment, geradeaus nach links und rechts. Mhm. Ja, Nummer 14. So zeige ich diesmal. Nummer 14. Mensch, schon so viel. Ich bin ja ein Superproduzent. Und diesmal sage ich was zu Korea. Sind wir frisch angekommen in Korea. Also hier sind wir gerade woanders. Hallo liebes Kälbchen, Kuhkälbchen. Der sauberste Platz weit und breit und auch der ruhigste. Ich hoffe, das bleibt so ein bisschen. Okay, also Moment. Was habe ich gesagt? Korea, gell? Mhm. Wir sind von Tokio mit dem Flugzeug geflogen nach Busan. Meine Assistentin erinnert sich. Meine allerliebste Freundin. Okay. Ja, der Flug ging los. Das war schon da am Flughafen in Tokio ein bisschen komisch. Da war so ein ganz kleines Mädchen und das saß da immer so alleine rum und hat so ein Täschchen dabei gehabt. So ein bisschen sah aus wie Schuluniform, hat sie angehabt, war wahrscheinlich keine. Und eine dicke Brille. So und 6 Jahre alt, muss man dazu sagen. 6 Jahre. Also maximal 8. Zwischen 6 und 8. Mhm. Aber war echt schon richtig klein. Ja. War auch klein, Japanerin. Und hat sie rausgestellt, die ist tatsächlich alleine geflogen. Kennt mir nicht so oft. Mit Begleitung, deswegen hat die so ein. Aber wir haben die schon am Gate gesehen und die ist tatsächlich mit uns im Flieger. Mhm, komplett alles alleine. Das war schon ein bisschen seltsam. Aber die war so ruhig und hat eigentlich so einen erwachsenen Eindruck gemacht. Wahrscheinlich erwachsener wie ich. Naja, dann fröhlich nach Busan geflogen. Nach Busan, also da. Da war, davor waren so ein paar bisschen Unwetter in Busan und Überschwemmungen und so nicht nur in Busan, sondern in Korea eigentlich, gell? Mhm. Und war ein bisschen was los. Aber haben wir uns eigentlich nichts gedacht? Nee. War ja dann auch nichts, weil wir ja dann nicht gelandet sind. Wir sind hingeflogen, ein paar Mal gekreist, dann sagt der Pilot, nee, ist zu schlimm, wir fliegen weiter. Und dann sind wir direkt ans andere Ende quasi fast nach Seoul geflogen. Und ja, uns überlegt, wie wir das machen und alles. War aber gar nicht notwendig, weil die haben direkt einen Bus organisiert. Also wir sind zum Flughafen in Seoul, der relativ wenig los war. Und da waren ständig Leute, die haben gesagt, da müsst ihr hingehen. Und am Ende saßen wir direkt im Bus, ohne irgendwie großartig was zu denken. 1A gemacht. Nun muss man sagen, das ist ein bisschen am anderen Ende vom Land. Und die haben gesagt, es geht 5 Stunden. Es gingen dann 7. Klimaanlage war wieder auf Erfrieren eingestellt und das kleine Mädchen war dann auch dann, saß da im Bus drin. Er muss dazu sagen, das kleine Mädchen hatte immer eine Begleitperson, ja. Und hat dann für den Bus auch, aber ich denke, das war einfach eine Frau, die auch. Also ich glaube, das bestimmt, war eine offizielle. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht genau, man konnte nicht mit denen reden. Mhm. Auf jeden Fall gab es nochmal diese extra 7 Stunden und die Mädchen haben ein paar Süßigkeiten zugeschoben, weil die hat doch nichts zum Essen gehabt und so, ne? Die andere Frau hat dann ein bisschen was organisiert. Oh, und kalt war es. Uns war es ja schon kalt und die saß da auch in ihrem kleinen Rock und keine Ahnung. Ja, die hat von der Frau dann noch das Jäckchen so bekommen. Also echt, warum die in manchen Ländern einfach immer die Klimaanlage auf Tiefkühlkost einstellen, weiß ich auch nicht. Egal, das war so ein bisschen das Highlight. Wir kamen dann, die haben uns natürlich dann zum anderen Flughafen wieder gefahren mit 8 Stunden Verspätung. Und dann ist es ein bisschen knapp geworden, dass wir noch mit der U-Bahn zu unserem Hotelchen kamen, das ziemlich zentral am Hafen lag. War das nur ein bisschen, sehen wir schnell hin, wo geht es denn da lang, weil wir irgendwie nur noch 1,5 Stunden Zeit haben, bis die letzte U-Bahn fährt. Mhm. Irgendwie so war es. Dann erstmal kein Geld gehabt, haben wir das noch gebraucht. Dann Ticket kaufen war ein Problem, irgendjemand hat mir geholfen mit den Automaten. Naja, und dann ging es eigentlich ganz geschmeidig, ging es auch nochmal. Alles ging echt. Auch fast 1,5 Stunden, also auf jeden Fall gut über eine Stunde. Von dem her war das alles knapp, relativ knapp. Und kurz vorm Last Check-In im Hotel. Aber Mensch, hat alles geklappt. In unserem schönen Hotelchen. Ja, Busan haben wir erstmal gemütlich gemacht, ne? Ja. Ich meine, wir haben dann ja auch schon eigentlich einen Tag verloren, dadurch, dass wir eben den Umweg hatten. Mhm. Nächsten Tag müde gewesen. Ja. Sowieso erstmal ankommen, neues Land, erstmal chillig. Mhm, erstmal abchecken. Und zwar war dann auch noch
haben wir nicht gewusst, wann unser Workaway losgeht, das wir uns ausgesucht haben. Mhm. Bei der Uni, die ein bisschen Hilfe brauchte beim Haus renovieren und Garten pflegen. Deswegen waren wir Busan, hab natürlich erstmal gekocht, schön im schäbischen Supermarkt viel Zeug eingekauft. Und Busan war ein bisschen erkundet. Da war es eine komische, da war so eine Einkaufsstraße, Erlebnisstraße mit ein paar Püffs und so. Das haben wir auf Western gemacht, das war so eine lange Straße, parallel von der Hauptstraße. Und es war alles so, da gab es einen Western-Kebab, Western hier, Western das. Das war ein bisschen seltsam lustig. Aber wir sind zu der einen schönen Stadt mit dem bunten Häuschen dann. Mhm. Bisschen Touri-Ort, aber hat sich gelohnt. Gamcheon. Ich habe nachgeguckt, Gamcheon. Ich habe es nämlich auch vergessen, ausnahmsweise. Ja, sind wir hin, also ein bisschen mit der Bahn. Der da ging es ganz schön steil hoch. Ja, ja. Eine einheimische Frau hat uns erklärt, dass wir nicht dahin laufen sollen, irgendwie so die Richtung. Wir sollen lieber einen Bus nehmen, weil es viel, viel zu steil war. Mhm. Haben wir dann auch trotzdem geschafft, so schlimm war es nicht. Da, Korea, da war es wieder so schwülheiß. Mhm. Ich auch richtig geschwitzt. Naja, bunte Häuschen, viele Touris, sind wir da ein bisschen, an dem Tag sind wir ziemlich viel gelaufen. Ja. Dann, ja, Busan. Stopp, davor waren wir doch noch. Das war erst unser zweiter Ausflug. Unser erster Ausflug war doch ins Kriegs. Oh, ja, ins Kriegsmuseum. Ja, habe ich verdrängt. Nee, das war gut. Nationalmuseum eigentlich, aber dann umsonst auch sogar. Viel mit Krieg. Oh ja, stimmt, am Sonntag. Ah, stimmt. Stimmt, wir waren ja auch noch. Stimmt, halt, stopp. Wir waren noch Memorial, War Memorial, mit den vielen Fahnen und den vielen... Es ist halt wie in jedem Video, wir haben gerade die Hälfte wieder vergessen, gell? Ja, ein bisschen nachziehen. Stimmt, und den vielen Schriften von den Toten, vor allem von den Amis. Und die Bilder habe ich verloren irgendwie, keine Ahnung, wo die hin verschwunden sind. Ich glaube immer noch, wir haben keine gemacht. Ich habe das ganz, naja gut, keine Bilder gemacht. Nee, wir waren noch zuerst, waren wir in dem Museum drin, da haben wir Bilder gemacht, die sind auch im Blog drin. Und dann waren wir ja noch da ein bisschen bei dem Seniorentreff, weiß ich nicht. Seniorentreff, die haben schon Go gespielt und haben Geräten gemacht, haben wir auch mitgemacht. Mhm. Diese Geräte, wo ziemlich überall im Leben in vielen Ländern rumstehen, wo man viel draußen macht. Habe ich schon mal gesehen, Spanien, Japan waren die und noch ein paar Ländern. Ja, aber immer da sind die richtig, das sind die richtig benutzt worden. Da war abends und sonst immer richtig was los, aber war echt so Zombie-Flut. Eine größere Ansammlung älterer Herrschaften, wie es sie in Korea öfters gibt, das auch eine komplette überalterte Gesellschaft. Ja, nicht so überheblich, gell? Ich bin noch nicht alt. Die waren 80. Das schaffe ich ja schon 40 Jahren. Naja, haben wir uns noch das Kulturzentrum reingesneakt. Da haben sie gerade geprobt für einen Auftrittabend mit so Chorgesang, nee, Chor war das auch nicht. Filmmusik, Aufführung mit einem großen Konzert. Und da waren wir, war ganz cool. Aber halt alles ein bisschen bedrückend und davor das Museum mit den vielen Kriegsgeschichten und den Bildern und die verkrüppelten Kinder und alles immer das Gleiche. Irgendwie wird noch öfters passieren. Kriegsmuseum gibt es irgendwie viel in der asiatischen Gegend da. Hatte man ja auch in Japan, Hiroshima und Co. Ja, stimmt. Das war davor. Ja. Haben mal Spaziergänge gemacht außerhalb, den Berg hoch. Da war es schön grün, ansonsten ist Busan ja auch jetzt nicht ganz so wunderschön. Ja, aber gut organisierte Stadt, sauber, kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen. Das sagen wir jetzt immer dazu, wenn man sich gerade mal hier umdreht. Und das ist ein sauberes Plätzchen. Das ist leider hier, wo wir gerade sind. Ich frage nicht, wo wir sind, aber das ist echt ein sauberes Plätzchen. Aber es ist das mühligste Land. Darum geht's nicht. Pass auf, und dann, wir sind weitergefahren, dann machen wir es nicht zu lang. Ja, wir haben erstmal noch die Unterkunft gewechselt, weil wir eben noch gewartet haben, bis Uni ready ist. Ja. Und das war schön. Aber das war auch so ein affig heißer Tag. Da war doch diese eine Demo noch, weißt du das noch? Wegen irgendwie. Ja, ich glaube, es ging darum, weil sie in Japan von Fukushima den Atomsaft, Atomwasser, das Atom. Angereicherte Wasser verknappen wollen, war da ein bisschen Veranstaltung. War auch schön. Mhm. Also, da ist auf jeden Fall ein bisschen was los gewesen, Busan, Land und Leute. Muss ich mich gerade erinnern, habe ich ziemlich viel mit dem Skateboard rumgeschoben. Aber. Ja. Dankeschön. Nee, an dem affig heißen Tag sind wir U-Bahn gefahren, dann mit verschiedenen Bussen zum Zug und vom Zug aus. Nach
nach Fähre nach Jeju. Jeju Island. Moment, halt. Also jetzt bin ich komplett durcheinander. Nein, ist nicht passiert. Also wir sind noch eine Woche zurück auf dem Weg zur Uni. Stimmt, zur Uni sind wir. Wir sind von Busan los, wir sind mit der Metro am Busbahnhof. Und da gab es dann einen Bus, der uns zum nächsten Bus gebracht hat. Ja, im Bus haben wir einen netten Koreaner getroffen. Ja. Er hat gesagt, seine Frau lebt in Busan, deswegen geht er eben in die Berge und wohnt da. Ist schon Rentner, das sah gar nicht so alt aus. Es hat dir ein bisschen zu gut gefallen, was der Herr gesagt hat. Ja, der hat uns noch eingeladen zu sich, mal ein bisschen grillen und saufen, hat sie nachher angehört. Hat dann uns also nicht hingelangt. War auch ein Problem, den irgendwie zu connecten, weil die benutzen kein WhatsApp, die benutzen was Kakao. Kakao. Man hätte einfach die E-Mails austauschen können. Aber naja, gut. Hatte da nicht stattgefunden, aber mit dem haben wir ganz nett im Bus geredet. Er war irgendwie internationaler Geschäftsmann, ein bisschen umgerissen in seinem Leben. Ja, zur Uni dann in dem Dorf angekommen. Den Dorfalki kennengelernt. Da war so ein ganz kleiner Laden, da hingen sie alle ab, haben sich einen reingeleert, weil halt nichts los ist im Dorf. Es war wirklich ein Minidorf, da gab es nichts. Ein kleiner Laden, drei Produkte und ein Café. Eine Straße durch, ja. Ein Spezialcafé. Ja. Das Café Ägypt oder Pharao oder. Ich weiß es nicht mehr, aber es war so ein bisschen im, in dem Stil halt. Ja, es war so komplett so ägyptisch eingerichtet. Und es hat viele Katzen gehabt. Es ist eigentlich extra ein Katzenzimmer oder zwei sogar. Und der Besitzer war so ein bisschen verspult. Es war, Uni hat es erzählt, eigentlich ein Literat. Ein Ja, so sah er aber auch ein bisschen aus. So ein Künstler halt, Lebenskünstler. Ja. Und schwer vorzustellen, dass in diesem Minidorf dieses schon sehr große, schön eingerichtete Café gut funktioniert. Aber der hat den besten Blueberry Shape gemacht, den man sich wohl vorstellt. Erstmal dachte ich gar nicht, dass es so meins ist. Dachte ich, toll, ich kann mir hier gar nichts aussuchen. Warum gibt es kein Schokoeis oder irgendwas, was ich mag? Aber hat sich rausgestellt, wir sind jeden Tag dahin. So jeden gut Tag. Wie. Naja, immer wenn wir da vorbei sind. Immer wieder. Gab's was, ja. Ja. Nee, da war, das war auf jeden Fall cool. Und zur Uni dann, die hat ein bisschen erzählt, was wo hat. Hat man eigentlich gleich gemerkt, ist ein bisschen viel. Die hat drei Häuser gehabt. Ein schäbiges gemietetes, ein. Da hat sie selber drin, also sie hat früher in dem Schäbinghaus gewohnt. Ja. Hat dann noch eins dazu gekauft, was sie renovieren wollte. Im Schäbinghaus war auch die Küche und die Dusche und alles. Ja, und da haben wir dann auch gelebt. Ja. Und das andere Haus war ein altes, traditionelles, das sie renoviert hat. So richtig schön mit Holz und Lehm. Habe ich ein paar Bilder dazu, ist echt schön. Hat sie auch relativ in meisten Ecken gut hinbekommen, aber es war noch nicht ganz fertig. Und dann hat sie noch ein Airbnb-Häuschen gebaut, wo man für, glaube ich, $75 übernachten konnte. Ja. Das hat sie auch noch gemacht, dass ein bisschen Kohle reinkommt. Ja, und hat versucht, das alles hinzubekommen und nebenher noch ein bisschen Reisen und alles Mögliche. Ja, drumherum waren noch ein paar Gärten, schlechter Zustand. Gärten hat sie auch drei gehabt. Das eine war eigentlich bloß Unkraut. Wir haben dann darin gearbeitet, also es war auch so affig heiß, und was dazu kam, es war echt super schwül, Luftfeuchtigkeit am Anschlag. Dann haben wir dann zu spät angefangen oder halt ja angefangen, die Sonne schon runtergeprügelt und die ganze Zeit nur Schweiß, viel getrunken. Kam eine alte Frau vorbei, hat uns ein bisschen verarscht, hat sie dann erzählt. Und ich sagte, was macht ihr denn da? Ich sag, Gartenarbeit, dann sagt sie, kein Garten, das ist ein Urwald. Das hat aber auch gestimmt. Ja, ja. Das war nicht. Aber wir haben es ein bisschen frei bekommen, die Wegchen wieder, ein bisschen das so, die Tomaten aufgerichtet, Unkraut gejätet, so hingeschnitten. Nach zwei Tagen Arbeit sah das dann schon wieder ein bisschen nach Garten aus. Immer im Wissen, dass es bald schon wieder sehr verwildert sein will, weil die Frau einfach unglaublich viel zu tun hat. Das ist halt das, was mich ein bisschen an den Workaways immer stört. Man kriegt eine Aufgabe zugeteilt und eigentlich mit einem gesunden Menschenverstand sieht man, dass das jetzt nicht die notwendigste Aufgabe ist. Eigentlich sollte Priorität sein, so ein bisschen Arbeit loszuwerden. Das Airbnb ist viel Arbeit mit den Gästen, das eigene Haus. Die war ja auch halb Amerikanerin, wollte da immer wieder noch ein bisschen ein paar Monate im Jahr zurück. Ja, also einfach zu viel vorgenommen für zu wenig Zeit. Dann hat sie auch alles allein gemacht. Kann eigentlich funktionieren. Und sie hat auch schon mit dem Gedanken gespielt, dass sie weggeht. Der Vorbesitzer war es ähnlich, hat sie auch gesagt, der war dann irgendwie zwei Jahre da. Oder drei und hat dann auch aufgegeben und ist weitergezogen. Steht bei dir vielleicht auch an.
ansonsten gut gekocht hat sie. Da haben wir aber ein paar koreanische Sachen gegessen, weil sie extra für uns dann ohne Fleisch und ohne Fischsoße gekocht hat. Ich habe auch ab und zu gekocht. Gegessen haben wir da ganz gut. Ich war 60, mindestens 50% Sozialarbeiter, weil sie halt erzählt hat, was alles ansteht und was ansteht und wie sie es haben möchte und so. Ja, weil das Problem ist, man darf den Leuten dann ja auch nicht wirklich was sagen, sondern eigentlich soll man ja kommen und die Aufgaben erledigen, die einem aufgetragen werden. Aber es ist halt ein bisschen schwierig, jemandem dann nicht zu sagen, hey, weiß nicht, vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, möchtest du das Haus überhaupt behalten, weil falls nein, müssen wir es ja gar nicht erst renovieren, so ein bisschen. Also, naja, also großartig voran. Das kannst du ein bisschen cooler nehmen als ich. Ja. Vielleicht ja, ist das deine viele Lebenserfahrung. Ja, genau. Erzähl mir mehr, wie toll ich bin. Naja, also Großteil der Aufgabe war, ihr zuzuhören, was er alles vorhat und machen möchte. Ja. Und dann konnte man eigentlich gar nicht so richtig anfangen zu arbeiten, weil es auch ein bisschen nervig war. Aber gut, das Nervigste war, aber auch das Coolste irgendwie. Warte, sag doch jetzt erstmal noch ein bisschen drumherum. Wo sind wir da gewesen? In dem kleinen Dorf. Da gab es den super guten Fluss, weil so ein bisschen mit den Bedingungen, arbeitstechnisch, mit Uni, es war schon okay, aber hat jetzt nicht total gut gematcht. Also hat der Fluss viel wieder gut gemacht, oder? Der Fluss. Ein Highlight der Reise, ich muss es leider sagen. Ich darf es sagen, ja. Gott sei Dank. Also auch wirklich nur so ein paar Meter vom Haus. Ja, ich bin 2 Minuten hingelaufen. Und es war so ein Bergfluss, der war klar, der war kühl, da waren echt so viele Steine, da ist der runtergeplätschert, da war relativ viel Wasser. Und also du konntest teilweise auch so richtig reinliegen, untertauchen. Ja, also zum Reingehen gab es ein paar gute Stellen und es war echt immer schön. Hin waren normalerweise wenig Leute da, konntest dich reinlegen, konntest planschen. Der war so kühl und frisch. Und bei da oben haben wir eine Stelle gefunden, da war im Normalfall niemand und echt so riesengroße, also sehr große Steine und tiefe Stellen und Stellen, da war ein bisschen Strömung. Und dann war das so ruhig und da war niemand. Das hat echt das Ganze. Ja, der Fluss hat mich ein bisschen zu Ruhe bewahren, geduldig sein, es noch ein wenig weiter versuchen überredet. Auch dir zuliebe. Sei ja nicht so schlecht, aber. Ich hätte dann die Frage, ob man sowas weitermacht, wenn es einem nicht richtig passt oder ob man geht. Ich wäre ja eine freiwillige ein bisschen Sache. Gelassener. Aber Lou hat es ein bisschen unter den Nägel gebrannt. Aber der Fluss. Ja, manchmal ist ja vielleicht nicht unbedingt jetzt was total schlecht, was man so benennen kann. Aber ich hatte einfach von Anfang an so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach nicht so richtig passt, menschlich. Ja. Und ich hatte einfach so in manchen Momenten das Gefühl, ob sie was dafür kann oder nicht, ist gar nicht die Frage. Die Frau war überfordert, auf jeden Fall, aber sie konnte es nicht so richtig erkennen, was es überhaupt für eine Bedeutung hat, dass ihr jemand freiwillig hilft, dass jemand überhaupt sich dem Projekt annimmt. Und da war einfach so ein bisschen die Dankbarkeit hat gefehlt. Ja. Das war nicht von beiden Seiten gleich entgegenkommt. Wir waren flexibel mit den Arbeitszeiten, wir haben mal mehr gemacht. Du hast jeden Abend gekocht, wir haben sie zum Essen eingeladen, dass sie mitessen kann. Und das war so ein bisschen unausgeglichen, habe ich gefühlt. Und da bin ich noch nicht so weit, dass ich das so einfach so hinnehmen kann. Das hat mich schon in meiner Stimmung ein bisschen einfach gestört. Ja, das war nicht richtig cool. Aber ich habe mir schon gedacht, und da achten wir jetzt auch ein bisschen mehr drauf, na gut, eine 50-jährige Frau, die irgendwie allein steht und so ein Projekt stimmt, die wird sozial nicht so 100% geschmeidig sein, das habe ich von Anfang an gedacht. Deswegen habe ich das jetzt nicht ganz so. Ist das auch bei Männern um die 40 so? Da ist auch so. Moment, die sind in 10 Jahren aber noch verkaufst. Und in 20 dann. Und in 30. Ja, jetzt bist du ja nicht mehr alleine. Echt? Tatsächlich. Also gut, es geht nur noch bergauf, geradeaus, links, rechts und nach oben. Ja. Ein Höhepunkt war, darf ich jetzt sagen? Ja, jetzt darfst du sagen. Ansonsten war es echt eine schöne, ruhige Gegend. Im Nationalpark von Irisan. Ja, richtig. Oh, Irisan gelegen. Deswegen war es auch sehr grün. Überall grüne Hügel. Echt schöne Landschaft. War ja auch ein Grund, warum wir da hingegangen sind. Dann haben wir noch von ihrer Großmutter, Großeltern haben sie das Haus abgerissen. Hat sie die Bauarbeiter gefragt, ob sie das Holz aufbewahren können oder nicht gleich wegschmeißen, weil sie möchte es haben. Und also ich glaube, das war ihr Elternhaus. Wie ich es verstanden habe, ist sie selber dort drin aufgewachsen. Ich bleibe bei der Großelterngeschichte. Jetzt macht es ja nur noch schlimmer. Ja. Nur noch schlimmer. Das Haus, wo sie als Kind ein paar Mal zu Besuch war, da haben wir so einen Aufwand betrieben für das Holz. Nee, ja. Da ist sie aufgewachsen.
Also gut, ich gebe natürlich, weil ich weiß, Lou hat ein besseres Geld, nicht so ich, würde ich sagen, ich bleibe bei meiner Variante. Aber egal, das Haus war auf jeden Fall sehr baufällig und man hat es abgerissen. Und dann gab es diese großen, habe ich genug Bildmaterial, maroden Holzpfosten mit sehr vielen, eigentlich auch dämlich, mit sehr vielen, echt, also da waren echt große, viele rostige Nägel drin. Okay, also haben die rumgewuchtet. Fang nochmal von vorne an, sie hat uns das so ein bisschen präsentiert, als wir sollen ihr helfen, oder? Mhm. Kam so ein bisschen rüber, ja, da ist so ein bisschen Holz, wir hatten natürlich keine Vorstellung davon, wie viel, wo genau, wie läuft das ab. Stunden ist gemacht. Und es hieß halt, ja, in fünf Stunden, in ein paar Stunden ist das erledigt, wir gehen da früh los, dass es auch nicht zu heiß wird. Mhm. Sind dann um 6 Uhr morgens aufgestanden, oder? Werkzeug gepackt, ja. Sehr früh losgefahren. Sie hat dich gefragt, ob du fahren kannst. Mit dem Bongo 3. Bongo 3. Ich glaube, es ist ein Kia, wo ja. Es vom Dorf Alki ausgeliehen hat. Das hat Spaß gemacht, da bin ich irgendwie über eine Stunde. Mhm. Durch die Pampa gefahren, da ganz gemütlich. Das war schön, so ein bisschen Handwerker-Style, hinten mit der Ladefläche, das Gerät. Und dann ging es darum, eigentlich das nur nicht weit zu transportieren, aber halt das aufzuladen auf dem Bongo. Ja, wie viel waren das? Ah, hi. Do you want to fight the light? No, not. It's okay. No, but light? Yeah, because it's getting dark. Ah, okay, das wird okay. Nice. Yeah. Thank you so much. From Germany. Germany. Yeah. Is it okay that we sit here? Yeah, sure. Yeah? Okay. Thank you so much. My video. Nice cat. Oh yeah, my cat. Hello, Cleo. Hello. Okay. Nice house. Really nice house. Yeah, we rent that. It's still new here. Oh yeah, yeah. Looks months. Good. Yeah. Mm-hmm. I like it. Yeah. You're making video? Yeah, yeah. Okay, yeah. I'm not bothering you, okay? No problem. Thank you. Yeah. Thank you so much. Okay. Ja, wir haben uns einfach hier irgendwo hingesetzt. Von fremdes Haus? Von fremdes Haus, weil irgendwo muss man sich hier hinsetzen. Wir wollten es ein bisschen näher bei uns machen, wo wir gerade wohnen, aber da ist schon ein bisschen Karaoke-Party. Da hört man es nicht. Ah, zack, wir kriegen Licht. Perfekt. Das ist stark. Mensch, das Video geht wieder so lang. Pass auf, wo haben wir stehen? Uni, das Holz. Bongo 3, Bongo hingefahren. 3. Ja. Also das Holz sollte quasi, es lag irgendwo einfach mitten auf dem, im Matsch, auf dem Boden, im Gras. Noch weiter unten, da ging ja so eine Mauer runter, knapp 2 Meter, ein bisschen weniger. Dann hat man sich immer so hochliften müssen. Ja, und es soll tatsächlich, vielleicht waren das 200-300 Meter weiter weg in so eine Lagerhalle. Ja, in so eine alte Lagerhalle. Das hat aber auch schon so angefangen, da war ein Schloss dran an der Lagerhalle, konnte man manchmal gar nicht rein. Aufflexen, hat man aufgeflext. Ja. Kabel organisiert. Also, im Prinzip war also richtig eigentlich Handwerkerarbeit, aber das war schon ein bisschen arg, es war wieder ewig heiß. Ich habe an dem Tag keine Ahnung. 6, 7, 8 Liter getrunken. Weiß noch nicht mehr, auf jeden Fall ewig viel. Mein Tisch wurde die ganze Zeit nass. Und die Pfosten waren relativ schwer, die waren nass. Das war aber der Grund, damit die nicht, dass sie noch weiter weggammeln. Mhm. In der Halle zum Trocknen. Aber eigentlich war das Holz schon verloren, hat jeder normale Mensch gesehen. Ich bin da angekommen, habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich bin ein bisschen größer als die Frau, was soll ich das da hochliften? Ich kann das nicht tragen. Das war eine Arbeit für 3, 4 Männer oder so, aber nicht für mich und dich. Ja, Lou hat richtig zugepackt. Ja, ich habe noch richtig Kräfte entwickelt mit den Kräfte des Zorns. Ja. Ja, deswegen hat ja noch jemand physical starken gefragt. Naja, auf jeden Fall muss man das dann da hochziehen, auf den Dinger drauf. Und ich habe mir auch einmal ein bisschen den Nagel hier so lang geschrabbelt und die Hose kaputt gemacht. Dann dachte ich, wenn da jetzt was richtig passiert, weil es waren ja schon sehr viele rostige Nägel. Also an jedem Pfosten auf jeden Fall ein paar dran. Und das haben wir ja zum Teil auf die Ladefläche geschmissen. Ich finde, da könnte was passieren. Und dann denkt man, für lau mache ich mich da kaputt und zahlt keine Versicherung. Ist ja egal. Ja, so weit muss man ja gar nicht gehen, aber es war einfach ein bisschen fragwürdig, dass man das jetzt so... da kann man Freunde fragen, mit denen, die man lang kennt. Da kann man jemanden beauftragen, aber so ein bisschen dieses, na gut, ich lasse hier 2 Leute wohnen bei mir, den gebe ich ja einmal am Tag was zu essen und die können jetzt ja 5 Stunden, das war, für mich war das ein bisschen es waren ja keine 5 Stunden, es unverhältnismäßig, ja. Die Uni hat das Holz dann lieber sauber geschrubbelt. Ja, die hat so gut wie gar nichts geholfen. Dann hieß es am Ende, ja, das muss so und so in die Lagerhalle und der Große muss nach da und der Kleine muss nach da. Also da wurde... Weil sie Zeitprobleme hatte, war sie noch verabredet mit ihrer Family zum ja. Essen. Hat sie Faktor mitgehen, wir waren total verschwitzt,
schmutzig, die Klamotten sieht man auch noch total verschmutzt. Ich sage, ja, wir hocken jetzt irgendwo rein und futtern was. Ja. Nee, aber dann war die auch noch 2 Stunden weg. Das war einfach von der Art und Weise, ich helfe gern, ich hätte auch gern bei sowas geholfen, aber es war ein bisschen komisch aufgezogen. Mhm. Mit dem, dass sie so wenig geholfen hat und mit dem, dass sie, trotz dass sie gesehen hat, dass es mega viel Arbeit für uns zwei ist, immerhin nicht verlegen war, noch zu sagen, ach ja, den Großen, den könnte man da jetzt doch nochmal durch die ganze Halle tragen, der liegt auf dem Stapel besser. Ja, das ist schon immer so ein bisschen pedantisch. Nee, der liegt ein bisschen krumm, den muss man ja nicht machen. Da muss man einfach sagen, Arbeit für nix, ohne was dafür zu bezahlen, muss man auch das nehmen, was man kriegt. Die Frage, die ganze Aktion ist fragwürdig. Ja. Ob sie das Haus irgendwann benutzt, um ihre energetisierte Yoga-Hütte zu bauen, ist fragwürdig, weil sie den Rest ja auch nicht. Das war dann auch für mich was, wo ich so schwer damit umgehen kann, dass sie so enthusiastisch davon erzählt, dass sie da eine Yoga-Hütte mitbaut, wo ich gedacht habe, hey, so, ich bin 23, aber irgendwie check ich so mehr als sie, dass das total unrealistisch ist. Und dann war das für mich voll schwierig, so. Viel zu viele Projekte. Ja, da einfach helfen zu können, während ich so ein bisschen gedacht habe, das muss man doch jetzt selber merken, dass man jetzt da gerade nicht den Platz hat, um da von einer Yoga-Hütte zu träumen. Also. Auf jeden Fall. Ja. Na, immerhin gab es dann hinterher. Ich bewundere das an dir, dass du das so einfach machst. Hat sie gesagt, gut, helfe ich, mache ich, zack. Habe ich dich auch besser kennengelernt, noch, aber. Es gab da noch eine Pizza vom Franzosen hinterher. Immerhin. Ja, mindestens. Mindestens. Die war ganz gut, haben wir mit dem Franzosen ein bisschen geredet, der auch gerade wieder, die haben sich irgendwie auf Jeju kennengelernt und da war der ein paar Jahre in Korea, hat geheiratet, seine Frau hat Krebs gehabt irgendwie. Keine Ahnung, geht wieder zurück auf jeden Fall. Und fliegt, ich bin wieder zurück, auf jeden Fall haben wir noch seine Pizza, oh, ich hatte eine Pizza, da war irgendwie. Das war schon komisch, es war ein richtig Honig mit drauf. Französisches Restaurant, was halt Pizza hatte. Ja, das was halt läuft, gell, man muss ja irgendwie überlegen. Aber war gut. Ja, das war ganz gut. Auf jeden Fall eine bleibende Erinnerung. 2 Tage später sind wir am nächsten Tag, am übernächsten Tag, waren wir dann schön wandern. Ja, erstmal, also ich hatte richtig Muskelkater. Ja. Das war das Anstrengendste, was ich gemacht habe in meinem Leben, direkt nach Mount Fuji. Ja, war schon, also mit den Temperaturen und den ganzen Umgebung war schon. Also falls mal jemand Hilfe braucht, irgendwelches Holz zu transportieren, nicht mich fragen. Also eigentlich, Lu hat sich sehr gut bewiesen. Ja, ich habe mich gut angestellt. Sehr viel Holz transportiert. Ich wusste gar nicht, dass ich so stark bin. Mit kleinen, kräftigen Händchen. Kein Problem. Es war dann auch echt ein bisschen, das hat mich schon aggro gemacht. Das darf man auch mal so sagen. Lu hat dann angefangen, das Holz ein bisschen, diese riesen Holzbalken da rumzuschmeißen, damit es schneller vorbeigeht und ein bisschen ihre Unlust abzubauen. Ja. Ja. Naja. Können wir es abschließen? Fürs Video oder für immer? Fürs Video. Okay, ich kann auch für immer abschließen. War trotzdem eine gute Zeit. Mhm. Ja, also das war doch auf jeden Fall ein Erlebnis, so hinterher gesehen. Ja, auf jeden Fall. Der Tag war auch an für sich schön. Aber ich habe auch ein bisschen gelernt, wie ich nicht sein will. Man lernt immer dazu. Okay, 2 Tage später waren wir wandern. das war richtig schön. Ja, jetzt. Was? Also wir haben dann drüber nachgedacht, ob wir da noch länger bleiben wollen oder nicht, weil so ein paar Sachen sich summiert haben. Mhm. Ja, wir haben dann entschlossen, dass wir bloß eine Woche sind und dann war das quasi auch mit der letzte Arbeitstag. Ja, hatten da ja auch noch, also 5 Tage Arbeit, 2 Tage frei ist ja eigentlich so die Regelung, oder? Ja. Dann kam Harry. Harry kam noch, also gut. Mein roter Faden muss halt wieder stark intervenieren. Harry, den haben wir vom Bahnhof quasi abgeholt. Also Harry, anderer Workawayer. Harry war auch jemand, der übers Workaway hergekommen ist und der Frau ein bisschen helfen wollte. Der war davor irgendwie ein Jahr in Neuseeland. Work and Travel machen, hat viel mit Pflanzen und Garten gearbeitet. Und eigentlich hatte er da auch nicht so richtig Bock drauf gehabt, weil er eigentlich nach Japan wollte, aber noch irgendwie halt kohletechnisch das überbrücken wollt, deswegen ist er da gelandet. Aber der war sympathisch. Hast du gesagt, dass er aus London war? England? Ne, nach London wollte er ziehen. Aus England. Ja, doch, war nett. Der war nett, der hat dann ein bisschen übernommen. Und ja, der fand es auch ein bisschen komisch, dass er am Wochenende nicht verpflegt wird, beziehungsweise keine Nahrungsmittel haben darf. Das war für ihn auch neu, wobei der ein Jahr jetzt das in Neuseeland gemacht hat. Aber gut, andere Geschichte, der kam nämlich mit einer riesen
Kellogg's-Packungen im Arm an. Ja, aber man muss auch dazu sagen, die Umstände sind auch verschieden. Wenn ich jetzt in einer riesengroßen Stadt wohne und mir jemand sagt, gut, am Wochenende, da koche ich nicht für euch, dann kann ich das voll nachvollziehen. Mhm. Aber das war der kleinste Ort, in dem wir je waren. Das war noch kleiner als Harashim. Ja, das war richtig. Da gab es ja nicht mal die Möglichkeit, was zu kaufen, wir ohne Auto. Mhm. Und dann so ein bisschen zu sagen, ja, was ihr am Wochenende macht, ist nicht mein Problem. Nachdem wir ihr das Holz geschleppt haben. Das finde ich da ein bisschen fragwürdig. Und da fühle ich dann einfach nicht so, da denke ich so, nee, menschlich sind wir nicht gleich. Locke weiß davor was auch nicht. Guck mal, da ist ein Springer, der dich anschaut. Video muss genau hier beendet werden. Hey. Perspektive ändert sich jetzt, weil ich jetzt davon wegrutschen muss. Willst du nicht ein bisschen kraulen? Nein, ich will gar nicht. Ja, gut. Mach schnell. Also gut, jetzt kann ich schnell machen. Und sag Bescheid, wenn er sich nähert. Wanderung, ja, der springt ja bloß, dann sage ich ja, du musst die Kamera festhalten, sonst fliegt im hohen Bogen sonst wohin. Irgendjemand hat ja Angst vor Gas gefunden, ich bin's nicht. Also darf ich jetzt die Wanderung? Ja, du verschweigst so viele Details, weil ich sehe das auch, dir ist es unangenehm, dass mir das nicht so gefallen hat bei dem Workaway, aber wir tun hier realistisch von unserer Reise erzählen. Wie viele Minuten haben wir schon auf dem Video? 30. 30, also gut. Die drei Zuschauer auf dem Anfang, denen es wirklich wichtig ist, die hören auch noch zu. Also gut. Wer an der Stelle noch dabei ist, bitte einen Kommentar schreiben. Meine Mama ist keine auch da. Kommentare. Doch. Also gut, liebe Frau Hilzinger. Und lieber Onkel. Ja, der hört auch noch zu. Also gut, ins in Kommentar. Die Wanderung, die hat und dann auch war ein schöner, es war ja am letzten Tag dann quasi, ein schöner, hat es schön beendet, weil das ging da durch den Nationalpark. Da waren wir auch ziemlich fertig, es war wieder heiß und schwül. Aber Fluss? Den Berg hoch. Aber es war wieder, es war ein anderer Fluss, aber im Prinzip auch klar, frisch. War es nicht der gleiche Fluss? Fließt nicht irgendwann zusammen, ist dann nicht der gleiche Fluss? Das sind viele Flüsse den Berg runter, wenn man sich okay. Auf die Karte anschaut. Egal, aber war auch Prinzip, schön. Aber im Prinzip das gleiche Modell, sag ich mal. Mhm. Mit so großen Steinen und richtig sauberem Wasser, klar und kühl. Und da sind wir auch, glaube ich, zweimal reingesprungen, gell? Mhm. Auch so richtig schön von ein paar Felsen reingesprungen. Ja. Ein bisschen kommt. Da war es ein bisschen kälter, aber das war auch genau richtig, weil es war wieder anstrengend. Schönes kleines Wettrennen haben wir noch gemacht. Oh Berg ja. Runter dann. Irgendwann sind wir umgedreht und gesagt, das brauchen wir auch nicht. Ja, das Ziel war ein bisschen fragwürdig, oder? Da sollte doch so ein Wasserfall sein. Ja, da stand ich davor, war mir gar nicht sicher, ob das jetzt gemeint ist. Mhm. Weil das gar nicht also, so besonders war. Wir sind schon mal mehr gelaufen, wir hätten ja noch weiter hochlaufen können, aber zum Schluss waren wir dann trotzdem ein bisschen fertig und haben dann mehr genossen, dass wir da durch den Fluss gehen können. Ein Bär hat uns übrigens nicht angegriffen. Da hieß es aber, waren überall so Bärenschilder. Mhm. Anscheinend hat es da Bären, diesen asiatischen Braunbär oder keine Ahnung, was ist. Nee, das war nochmal richtig schön. Kann man jetzt nicht so, kann man nicht so viel erzählen, war einfach schön. Ja. Muss man machen. Wanderung muss man selber machen. Besser wieder funktionieren. Okay, dann haben wir die zufällig. Als wir aus dem Wald raus sind, waren die beim Lokal, die Harry Uni und Uni. Harry, weil die was, irgendwie wollten die eigentlich zu irgendwelchen Wasserspielen, die da waren, irgendwo in der Nähe, haben sie dann aber doch nicht gemacht. Und waren dann da essen und dann konnten die uns schön mitnehmen. Mhm. Dann gab es noch einen Blueberry Shake. Gab es noch einen Blueberry Shake, ja. Okay. Willst du noch was sagen zur Uni oder kann man erzählen, wie es weitergeht? Es gab noch eine Aussprache zum Schluss, das hat Lou sehr gut gemacht. Ja, das war auch notwendig, man hat von beiden Seiten ein bisschen gemerkt, dass Sachen unausgesprochen sind. Hat Lou gesagt, so, jetzt hocken wir uns hin und reden ein bisschen. Und es ging von beiden Seiten schön selbstkritisch und unemotional und klar vonstatten. Und danach haben sich alle Parteien wieder besser gefühlt. Ich bin daneben gesagt, hoffentlich explodiert es nicht, Nein, aber, das war doch klar. Ich bin ja auch nicht so ein Mensch, aber ich... Es ist wunderbar abgelaufen. Für mich war das einfach schwer, so lange mitzuerleben, dass ich einfach das Gefühl habe, es wird nicht richtig wertgeschätzt. Und aber dann musste ich halt irgendwann einsehen quasi, jeder definiert Wertschätzung anders. Mhm. Für die Frau ist einfach nicht notwendig. Sie sagt, gut, ihr seid freiwillig beim Workaway, dann helft oder kommt halt gar nicht erst her. Die Ansicht kann ich auch irgendwo verstehen, aber in Zukunft würde ich dann einfach Leuten helfen, die die Hilfe mehr ja auch annehmen und zu schätzen wissen. Da haben wir irgendwie ein paar Projekte mit Kindern oder Leuten, die wirklich wenig haben und nicht Leuten, die überfordert sind. Ja, ja, also Workaways bei Privatpersonen, die irgendwie
ihren Haushalt oder ihren Haus oder ihre Renovierung nicht auf die Kette bekommen, sind seitdem gestrichen. Machen wir nicht mehr. Muss schon ein bisschen sinnvoller sein. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es das in irgendeiner Form auch gibt, dass das gut funktioniert. Aber muss es ja auch ausprobieren. Aber den Faktor alleinstehend, den du immer vorher so ein bisschen benannt hast, ja, da muss ja was komisch dran sein, das habe ich eigentlich gar nicht so empfunden. Aber da musst du jetzt recht geben. Aha, immerhin. Naja, auf jeden Fall haben wir gesagt, bevor wir was machen, guck mal ein bisschen genauer hin auf die ganze Geschichte. Ja. Okay, fröhlich ging es am nächsten Tag weiter. Ich muss sagen, Uni hat uns trotzdem einen guten Tipp gegeben, hat uns empfohlen, dass die Insel Jeju sehenswert ist. Ja. Im Prinzip die größte Insel, die einzige Insel, ich weiß es nicht genau, von die Korea. Die größte Insel auf jeden Fall. Ja. Da gehen anscheinend Leute hin, machen Honeymoon. Mhm, ja. Mit einem schönen spitzen Berg. Aber da kann man auch so Urlaub machen, ohne Honeymoon. Ja. Nee, wir haben kein Honeymoon gemacht. Hallo. 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 ja, da sind wir hin. Jetzt darf ich aber sagen. Oh, der Krasse war weg. Der ist in die Richtung gesprungen. Und war wieder schön heiß. Ja, jetzt darfst du sagen, komm. Sieht man mich eigentlich noch? Ja. Gut. Also gut. Ja, da sind wir hin. Zweimal mit dem Bus, mit einem Zug. An der Bushaltestelle sind wir in der knallen Sonne gesessen. Wusste nicht genau, ob der Bus jetzt nämlich kommt. Wir hatten viel zu viel Zeug dabei, dann waren wir im Supermarkt und haben nochmal was eingekauft, weil wir immer Angst haben zu verhungern auf der Fähre. Also, wir sind dann zur Fähre, weil mit der Fähre fährt man auf die Insel. Nach Hioso? Ist ja klar. Ja. Oder wie auch immer. Ja, also gut, zweimal Bus, zum Zug, im Zug nach Hioso. Da war 2012 mal eine Weltausstellung, gab es eine riesen Halle, wie man es halt ein bisschen kennt. Und wir hatten nur noch 12 Stunden Zeit, sind wir erstmal zu der Abfahrtshalle von der Fähre, war absolut großes Ding, Riesending, war nichts los, haben wir ein bisschen Süppchen gefuttert, uns gestärkt, die Rucksäcke irgendwo versteckt und dann sind wir zur Weltausstellung. Das wäre nicht nötig gewesen, in Korea muss man sagen, alle Leute freundlich, trotzdem noch so, also offener als in Japan, aber natürlich trotzdem irgendwie zivilisiert, das ist das falsche Wort, aber da braucht man sich jetzt keine Sorgen machen, dass jemand was klaut oder so. Nee, nee. Vollkommen unbegründet. Da passiert nichts. Echt super sicher. Und auch alles gut organisiert. Bus, Bahn. Ja. Naja, dann sind wir ein bisschen da die Weltausstellung noch anschauen gegangen. Die, muss man sagen, eigentlich ehemalige. Da gab es so eine Digitalkunstausstellung. Wie hieß das, wo wir waren? Ich weiß nicht, war so ein Museum im Stil von dem Teamlabs, was wir in Tokio erzählt haben. Popkultur digital mit vielen Beamern und alles mögliche. Blumenraum, wo man so eine Kuppel ist und wo überall sind Blumen werden projiziert und Spiegelraum und digitale Geschichte war so ein großer Raum, da hat man die Geschichte mal digital erzählt und Raum mit Bällen und so. Schon ganz lustig, das haben wir angeschaut, das haben wir fast nicht gefunden, weil irgendwie, das war auf so verschiedenen Ebenen, so ein bisschen hin und her. Ja, das war komisch, das war echt nicht ausgeschrieben so. Das war echt. Aber wir haben es dann nach vielen Rumirren geschafft. Danach waren wir nochmal im Supermarkt nebendran. Wir sind noch ein bisschen in ein Städtchen reingelaufen. Ein Städtchen, wir hatten ja so viel Zeit. Im Skateboard auch, da bist du über die Brücke gefahren. Oh, das war cool. Wo eigentlich der Boden so scheiße war und es war so richtig schnell. Hast du gezittert? Ich hab gezittert, ja. Ja, ich habe die Blicke von den Menschen auch gesehen, die auf mich zukamen. Ja, alle wahrscheinlich mit so großen Augen. Sah auch so wackelig aus. Gott sei Dank hat das funktioniert. War ja auch noch ganz neu. Jetzt kann ich es besser. Ja. Und deswegen fährst du nicht mehr so schnell. Puh. Ja, Unfall kommt noch. Unfall Nummer 2. Im nächsten Teil. Unfall Nummer 2. Oh ja, stimmt. Faden verloren. Ja gut, dann sind wir wieder zurück zu der Fähre. Dann waren echt schon ein paar Menschen da und es ist schon mal voller geworden. Wir haben uns dann irgendwann clever in den Wickelraum zurückgezogen. Ja, ich muss sagen, das war wie so eine Halle aufgebaut. Es gab eine untere Etage, eine obere. Oben war schon deutlich weniger los als unten. Unten wurde es immer voller. Unten war es irgendwann knallevoll, oben war fast niemand. Ja, und weil wir da quasi schon uns so ein kleines bisschen heimisch gefühlt haben, habe ich den Wickelraum entdeckt. Mit so wie so ein Sofa drin, Wasserspender, schön Vorhang zum Zuziehen. Ja.
haben wir ein bisschen Game of Thrones geschaut, ganz gemütlich gemacht, gewartet. Ja. Ich glaube, die Fähre war erst irgendwie um 12. Haben wir eine Frau, die wollten uns rausschmeißen, festgestellt, die wollten es gar nicht rausschmeißen, die wollten nur, dass wir die Tür offen lassen oder so. Nee, keine Ahnung. Also genau, Vorhang da. Mhm. War auch ganz hat sie cool. Nicht sogar die Klimaanlage einfach nur angemacht? Ah ja, stimmt. Gell? Ja. Das manchmal, wenn man nicht versteht, was die Leute sagen, dann tut man irgendwas so ein bisschen sich zusammenreimen. Ich dachte auch erst, die will, dass wir gehen, weil man es dann nicht besser weiß. Aber eigentlich war es total freundlich. Ja, für Mütter, die das an dem Tag auf jeden Fall nicht genutzt haben. Ja, stimmt. Die hat also die Klimaanlage angemacht. Ja. Irgendwann sind wir auf die Fähre und clevererweise, Lou hat eine Idee gehabt, wir tun einmal das billigste Ticket buchen und einmal ein Ticket im Männerschlafsaal, also in der Männerkapsel. Also da gab es so verschiedene Optionen, quasi auf dem Boden liegen, sitzen, was auch immer, in so einem geteilten Raum, das wäre natürlich das günstigste gewesen, oder dann halt wirklich ein Hochbett. Man kann ja dazu sagen, wir sind ja nachts los, die Fahrt ging 7 Stunden und sind morgens angekommen, deswegen war das quasi zum Schlafen. Ja, und dann sparen wir natürlich, wo man nur kann. Hey, wir teilen uns sowieso ein Bett, warum soll ich dann 2 teure Betten kaufen? Ja. Und zwar natürlich im Männerschlafsaal, dann ist er zu mir reingehuscht und dann haben wir da schön in so einem Kapselding eigentlich. So ja, wie in einem Hostel halt. Ja, aber war schon so ziemlich kapselig, ne? Ja. Ja, wie so ein Hostel, mehr Bettzimmer. Ziemlich komfortabel genächtigt, konnten wir ein bisschen schlafen, haben nochmal ein bisschen was geschaut. Ja, zack, bum, bang. Viel gesehen haben wir nicht, aber dann waren wir in Jeju. Kamen da morgens an und da erzähle ich das nächste Mal weiter. Ja. Schönes Inselchen. Hat mir eine gute Zeit. Hat mir richtig gut gefallen. Hat mir richtig gut gefallen. Sehr schön. Würde ich jedem empfehlen, der in Korea ist. Okay, also dann. Ciao, für alle, die durchgehalten haben. Ich schätze nicht so viele. Egal. Wir machen das für uns. Ah ja, stimmt. Hallo Stefan. Du guckst auch nicht bis zum Ende an. Ich guck's gleich, weil ich mich freue, dass wir das erlebt haben. Tschüssi.